Ja, sind wieder bei Poco Ranger 2. Das Staraptor hat uns angefallen. Also eigentlich wollte ich gerade nur in aller Ruhe den Part starten und dann ist Staraptor so, ey, ich springe voll in die Aufnahme rein. Und weil ich das witzig fand, habe ich das jetzt mit in den Start der Aufnahme gepackt. Wahrscheinlich beginnt der Part einfach mit, ey, oder so. Naja, beim letzten Mal haben wir hier das Chroma-Hochland, glaube ich, erreicht. Und jetzt sind wir in den Chroma-Ruinen und wir müssen Silver helfen. Und ja, dort fällt Licht von der Decke herab. Ich glaube, da oben ist noch eine Ebene. Hey, sieh mal da drüben, da ist ein Drift Zeppeli. Okay. Das heißt, dass wir können von hier aus zu einer anderen Ebene aufsteigen. Wenn du sagst. Ja, nachdem wir da den ganzen Dunkelnebel entfernt haben, ist da alles wieder tippitoppi. Ein Moment. Irgendwie ist das Sound gerade so ultra leise, habe ich das Gefühl. Oder ich habe meine Boxen gerade voll leise eingestellt. Na gut. Na, verdammt. Jetzt habe ich leider in der Zeit nicht das Drift-Zeppeli beobachtet und im Endeffekt einfach nur auf die Fresse bekommen. Warum habe ich so viel Schaden? Jetzt ist es wieder ein bisschen lauter. Hä? Hier porten sich Pokémon die ganze Zeit rum. Ich habe einen Hypno gehört. Ich habe einen Hypno auch gesehen jetzt. Portest du dich jetzt auch einfach weg? Ach! Ich hoffe, dass da noch so viel mehr von der Attacke kommt. Irgendwie ist gerade das Sound allgemein ein bisschen seltsam. Vielleicht habe ich auch was an den Ohren. Was kann das dann? Psy-Kraft. Wird mir sicher noch nützlich sein. Deswegen lasse ich mal eben das Staraptor frei. Ich habe das Gefühl, die Ruinen sind einfach nur unglaublich laut, während alles im Kampf so unglaublich leise ist. So, nehmen wir jetzt erstmal das Zwirllicht hier mit. Na, verdammt. Alle eklige Attacken hier. Da kann ich mal richtig hier meine S-Ringe holen. So. Ja, komm, Pika. Lad uns mal auf und geh dann, bitte. Entweder habe ich was an den Ohren oder irgendwie sind die Soundeinstellungen hier in den Chroma-Ruinen total seltsam. Dass manche Sachen zu laut und manche zu leise sind. Na gut, dann gucken wir doch mal nach, was wo uns das Drift-Zeppeli hinbringen kann. Außer ins Jenseits. Kann ich einfach runterspringen, wenn ich... Ah! Danke, Spiel. Ich dachte, ich werde wenigstens gefragt, ob ich runter möchte, aber nein. Ich falle einfach instant runter. Das war knapp. Ich dachte vielleicht so, möchtest du da runterspringen? Ja, nein. Aber nein. Ich gehe da hin, auf runterfallen. Wait. Ich wollte das nicht. Na gut. Dann wieder hoch. Gucken wir uns hier oben erstmal ein bisschen um. Ein Pupita. Denk mal, ich werde es irgendwo brauchen hier drin. Meine Güte, guckst du grumpy. What? Okay. Didn't see that coming. Alter, du bist ein Pupita. Warum bewegst du dich so schnell? Holy shit. Was ist das? Highspeed-Pupita. Und kannst zertrümmern. Okay. Also ich erwarte ja von vielen Pokémon, dass sie schnell sind. Oder auch hier schnell unterwegs. Aber nicht Pupita. Hätte vielleicht noch das Drift-Zeppeli mal mitnehmen sollen. Aber ich finde sicher irgendwo noch ein anderes. Nehmen wir uns erstmal hier das Zubiris mit.
So, was machst du so? Eklige Dinge auf dem Boden, aber auch... Das hat er nur angetäuscht. Okay. Also mal täuscht er an, mal schießt er wirklich. Und du kannst zerschneiden. Greif Hilfe von Winz, aber schaurigen Kugeln. Kugeln kann man auch alternativ irgendwie... Ich weiß nicht. Spukball nennen. Also lass mich raten. Zertrümmern 2? Ja, natürlich. Na dann, einmal bitte. Ne, aufmachen. So. Das ist auch sicher ein optionaler Weg, den ich nur erreiche, wenn ich optionale Wege gehe. Schauen wir mal. Ein Electric. Kann überladen? Ich glaube, wir hatten schon mal einen Electric, ne? Darf ich anmerken, dass das Pupita schneller bewegt hat als ein Electric? Just saying. Aber ja, wir hatten schon mal einen Electric. Ich glaube, auf dem Schiff von Team Nachtschatten haben wir eins gefunden. Aber wenn ihr schon einen Electric drin rumhaust, würde ich aber hart vermuten, das brauche ich gleich noch. Oh, gerade hier sind die. Ich versuche nochmal einen S-Rang. Diesmal weiß ich ja, wie die antäuschen. So, die sind zweimal da. Dann kommen die Kugeln. Ich wollte gerade meine Linie löschen, aber nein. Spiel so... Ne! Bist eine Sekunde zu langsam, hast du verkackt. Kannst wieder gehen. Hatten wir Pokestecke und nicht, denke ich, schon mal verwendet? Jetzt, wo ich die da gerade gesehen habe? Ich glaube noch nicht. Und allgemein, Geist? Hatten wir die schon? So. Einfach nicht bewegen. Ah, das funktioniert auch. Einfach mittendrin anfangen aufzuladen. Ah. Ich habe mich gerade nur kurz stillgehalten, um seinem Ding auszuweichen, aber ja. Cool zu wissen. Jetzt muss ich aber kurz bei den anderen durchgucken. Du hast Geist und Psykraft, du hast Psycho. Ach, er hat Blitz. Stimmt. Nein, Magnetilo nicht. Magnetilo darf ich nicht freilassen. Wir lassen dich mal frei. Du warst nun C-Rang-Fang. Ich möchte nämlich hier mal ein paar neue Poko-Stärken mal ausprobieren. Jetzt ist es dunkel. Dann einmal Blitz verwenden. Ich weiß nicht, ob ich das zwingend machen muss oder einfach nur, um besser zu sehen, aber... Jo. Huch. Und plötzlich knallt neben mir einfach mal Gardinenstange runter. That just happens. So, was ist ein Unlicht? Kreise um schadensverursachte Substanzen ziehen, damit sie verschwinden. Ah, das war das. Doch, das kenne ich. Na gut, dann. Kann ich das jetzt quasi? Ne, da funktioniert das nicht. Also wirklich Stuff, der auf dem Boden liegt, der dann Schaden macht, kann man damit wegmachen. Oh. Aber es hat als gelungene Pokestärke gezählt. Wahrscheinlich, weil es sehr effektiv war, theoretisch. Oh, hi Pika. Ja, du haltst mich eh gleich von daher. Na, passiert es euch auch manchmal, dass einfach random eine Gardinenstange neben euch runterknallt? Nicht? Habt ihr aber irgendwas verpasst im Leben? Was ist das? Hier brauche ich graben. Okay. Sandan, kannst du graben? Also wahrscheinlich schon, weil du bist ein Sandan, aber kannst du für mich graben? Das Sprite sieht echt süß aus, muss ich sagen, wie der da rumläuft. Der ist schön gemacht. Ja, und er kann graben. Bin schon auf halbem Weg auf mein Level, aber ich bin gerade mal 10 Minuten in Part. Nicht mal. So, Pika. Einmal aufladen und weiter geht's. Aber gut, so kriegt man mehr oder weniger hier zwangsweise die Funktionen dieses Dungeons gezeigt. Kannst entweder hochfliegen oder dich runtergraben. Da. Und tschüss. Und runter.
So, hier teilt sich jetzt der Weg. Ich gehe jetzt einfach mal nach links. Hier ist es dunkel, also gehe ich wieder. Dann suchen wir rechts erstmal einen Elektek. Da brauche ich Psi-Kraft 1. Dann machst du das mal. Vielleicht ist dahinter ein Elektek versteckt. Oder ich muss mit dem Drift-Zeppeli wieder hoch, um mir oben das Elektek zu holen, um dann da unten das aufzumachen. Ich hoffe einfach mal nicht. Und hier hinter ist jetzt ein Elektek versteckt. Nein, ich krieg einen Pupitar. Ja, Highspeed-Pupitar, ich weiß. Zumindest den ohne Schaden würde ich jetzt gerne machen. So, kurz mal warten, dass du zweimal angreifst. Ich finde es immer noch so seltsam, dass das Ding Highspeed kann. Oder auf Highspeed ist. Das ist aber nicht das, was ich jetzt haben wollte. Das heißt, ich muss wirklich jetzt nochmal hochgehen, mir das Elektrik fangen und da hinten mit Blitz weiterzukommen. Zum Glück nicht umständlich. Was haben wir denn da? Du hast Boden. Psycho. Wie nochmal ist mit dem Stahl? Müssen wir noch ein bisschen ausprobieren. So. Also einfach so ein paar Kreise drehen, sie auf das Ding schießen und dann quasi fertig drehen? Ist das so die richtige Taktik? Ich weiß es nicht. So. Dann erstmal wieder hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich Blitz überhaupt wirklich zwingend brauche. Aber ich würde vermuten, wenn ich keinen Blitz mache, kann ich da auch nicht graben. Weil wir ja nicht sehen, wo wir graben wollen. Und das ist dann das Problem. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass es so ist. Von daher, Elektek, kommen Sie mal mit. So, dann machst du wieder den Strom um dich herum. Aber ganz knapp bis zu mir, ne? Aber ganz, ganz knapp. Bin ich eigentlich prinzipiell in einem guten Levelschnitt aktuell, was ich so habe? Oder ist man hier normalerweise höher oder niedriger? Ich würde behaupten, ich bin im guten Schnitt. Nein, Pika. So. Und dann machen wir doch hier mal ein bisschen Licht. So. Zwillig, du bist ein bisschen platt. So. Ah, und hier brauche ich Zertrümmerer. Was ich wahrscheinlich hätte nicht sehen können, wenn ich keinen Blitz verwendet hätte. Oder so. Weil ich blind bin. So, und da ist auch sonst nichts weiter. Okay. Da ist ein Pieger, das ist ein Smogon. Was macht Smogon? Wahrscheinlich explodieren. Oder mit Rauchwolken um sich schießen. Achso, die gehen nochmal ein bisschen weiter. Na gut, dann probieren wir jetzt einfach mal. Kreisring, um Energiering zu formen. Okay. Ah. Achso, das kann ich den Ding einfach werfen, einfach dann. Und dann so. I see. Okay. Jetzt habe ich die Kraft wenigstens auch mal verstanden. Und wir hatten Smogon anscheinend schon mal. Was? Und plötzlich war mein ganzer Screen lila. Okay, Smogon. Bitte verpeste die Umwelt nicht. So. Jetzt greifst du es mal nicht mehr an und ich kann dich in Ruhe fangen. Ja doch, Stahl ist schon ziemlich cool. Wahrscheinlich je nach Pokémon macht es dann auch
mehr Schaden auch vor allem und lässt ihn länger betäubt sein, aber. Und da brauchen wir wieder Graben. Also wieder zurück zum Sandern. Also ich denke mal, je nachdem, ob es effektiv ist oder nicht, macht es dann auch mehr Schaden oder weniger und die sind vielleicht auch länger betäubt. Danke, Zwillich, dass du mir direkt ins Bild gesprungen bist. Geh weg damit. Ja. Dich kriege ich wahrscheinlich eh nie. Oder irgendwann später mal vielleicht ganz gut. Aber gut. I need a Sandan. Das war doch auch irgendwo hier hinten. Das Kleine hat Angst vor mir. Soll er ruhig. Ich bin böse. Oh, du kannst angreifen. Das hat das letzte Sandan nicht gemacht. So. Ich habe hier bald ein Level Up. Das ist nicht schlimm, wenn ich mal ein bisschen Schaden nehme. So, dich freilassen. Ich brauche dich. Wobei ich hätte eigentlich eins von den Smogons freilassen können. Never mind. Man kann nie genug Smogon haben, würde Christian sagen. Nicht in mich reinporten. Für Teleport-Pokémon jetzt schon nervig. So. Und dann einmal graben. Okay, dann ab nach unten. Oh, ein Kirlia. Da brauche ich wieder Zertrümmerer. Aber schnappen wir uns erstmal noch schnell das Kirlia. Heißt, ich muss jetzt schon wieder hoch und wieder was holen. Okay. Hier ist einfach damit da. Okay. Ich sag mal, damit geht, dass du dich einfach wegportest, anstatt mich anzugreifen. War perfekt. Leert sich die Leiste eigentlich, während er sich versucht, da wegzuporten? Ich glaube schon. Das ist ja mies. Ich kann es nicht fangen und in der Zeit leert sich einfach die Leiste weiter. Das ist ein bisschen gemein, aber gut, dass ich jetzt einfach auch laden kann und dann habe ich sowieso kein Problem. So, du kannst Teleport. Auch schon mal, das mir bringen wird. Aber okay. Was hatte die eigentlich nochmal? Tackle. Da kann ich runter, da kann ich graben. Was haben wir denn hier unten noch? Ein Hypno. Noch ein Drift Zeppeli. Da hinten kann ich wieder hoch. Pika. Dann bräuchte ich jetzt erstmal ein Drift Zeppeli. Mal gucken, weil ich die Übersicht verliere. Wird sich auch nicht mehr allzu lange dauern. Also ein Sandan und ein Pupita brauche ich aktuell. Und was auch immer mich hier unten noch erwartet. Oder oben, weil ich ja wieder hochgehe. So. Habe ich Gift schon ausprobiert? Doch, Gift war das mit den Sümpfen, die ich quasi auf den Boden lege. Und ab nach oben. Da hinten schon mal einen Speicherpunkt gesehen. So, von hier aus kann ich auf jeden Fall schon mal da runterspringen. Was ist los? Was ist das denn geschickt? Treibt einer die Tränen in die Augen. Psi-Kraft. Du hast doch. Ne, das Teleport. Nö, ich habe nichts mit Psi-Kraft. Und wieder runter. Ich brauche mal eben das Hypno. Hypno. Nehmen wir erstmal das Drift-Zeppelin mit. Ich muss eh gleich wieder hoch. Die Frage ist, wohin teleportiert mich Kirlia, wenn ich es fange? Ach ja, Moment. Du warst ja recht schnell beim Schießen. Das ist die Frage, wo teleportiert mich das hin? Wahrscheinlich ist es einfach so ein Fluchtseil-mäßig dann, oder wie? Kann ich das? Ich wollte gerade mal ins Verzeichnis gehen, um mal nachzugucken, was genau, ob ich da irgendwo eine Erklärung dazu finde. Aber nein. So, du schießt jetzt noch mehr. Wow. Dann schieße ich einfach kurz mal aus Reflex.
weg. Hätte ich so easy einen S-Rang machen können. Hätte wahrscheinlich sogar ein Level-Up dadurch dann bekommen. Hier, okay, weg, Smogon. Gibt es sicher ein Verzeichnis, wo ich nachgucken kann in meinem Menü, was welche Poke-Power macht? Nee, nicht hier. Im Glossar vielleicht. Nein. Das sind Aufträge, Fangversuche, Begriffe. Nee. Dann eben nicht. Ausprobieren werde ich sicher nicht. Nicht, dass ich dann irgendwie wieder ganz am Anfang der Ruinen lande und den ganzen Weg nochmal runterlatschen muss. So, dann gehen wir mal zu diesem großen Gestank hier hinten. Hypno, einmal bitte öffnen. Yo. Einfach mal einen Laser aus dem Pendel schießen. Okay. Geheimnisvolle Kräfte und so, ne? Was ist denn hier drin? Autsch. Ein Skuntank, was mich erstmal angerambelt hat. Junge Poképower, ne? Wobei. Machen wir es damit. Perfekt. So. Der ist echt verdammt lange betäubt, merke ich gerade. Der versucht auch anzugreifen, aber der kann einfach nicht. Holy shit, wie lange bist du noch betäubt? Da kann er gar nichts mehr machen danach. Verstehst du, warum es so OP ist? Arealfertigkeit Gestank. Why? Why? Okay. Ich vermute einfach mal, ich werde das irgendwo mal brauchen. Dass ich ein bisschen rumstänkern muss. So, das ist hier jetzt die andere Seite. Das ist schon mal gut. Wobei, komm. Die nehme ich mal mit, damit ich den Weg zumindest mal aufmachen kann. Zu abbrechen. Kommt zurück ins Bild. Ja. Und so. So. Ob es Leute gibt, die ihre Linien so perfekt wieder löschen können, dass sie einfach den Stift nie abheben. Das wäre schon cool. So. Und einmal weg damit. So, dann brauchen wir da oben noch einen Weg, wo wir graben können. Da haben wir noch einen Weg, wo wir graben können. Und hier ist dann wahrscheinlich das Sandern dafür. Au! Du bist kein Sandern, aber tust auch weh. Kannst du den nochmal zertrümmern auch? Hast du auch nur verarscht? Ah ne, du hast getackelt. Stimmt. Ja, easy. Nice. Wunderschöner S-Rang. Du konntest Tackle. Ja. Okay. Dann haben wir jetzt was mit Tackle und was mit Zertrümmerer. Ach, hier war das dann. Okay. Aber damit bleibt uns zum Glück jetzt nur noch ein einziger Weg und das ist da hinten bei dem Sand runterzuspringen. Oder uns runter zu graben, besser gesagt. Habe ich noch genug Platz für Sandern oder muss ich was rausschmeißen? Ja, dann, Killia. Kann sein, dass ich die anderen beiden noch irgendwie gebrauchen kann. Ich hätte den Teleport wahrscheinlich eh nie ausprobiert, aus Angst eben, dass ich wieder ganz am Anfang lande. So, Sandern, einmal graben. So, mit etwas Glück lande ich da direkt bei der Speichereinheit, die ich vorher gesehen hatte. Ja. Und wie erwartet, brauche ich hier den Tackle.
Und von hier aus kann ich wieder zu dem Punkt runterfallen, wo ich vorher hingeguckt habe. Dann nehme ich mal zur Sicherheit jetzt auch noch das Pika mit, weil ich mir vorstellen kann, dass gleich irgendein böser Bosskampf kommt. Und dann würde ich sagen, wir sind durch die Chroma-Ruinen ziemlich gut durchgekommen. Ich würde auch mal behaupten, dass da hinten jetzt gleich Ende ist. Naja. Haben wir alles gesehen, alles gefangen. Und ich würde sagen, das war's damit von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.